Ihr Lieben, da sind wir wieder zu einem neuen Video zum Thema Germany's Next Topmodel 2024. Und die Kandidaten und Kandidatinnen haben wieder die ein oder anderen Sachen bei Instagram ausgeplaudert. Ja, sie haben ein Q&A gemacht und es gab wirklich viele verschiedene, wo ich so dachte, okay, da picke ich mir was raus, da picke ich mir was raus. Das werde ich euch heute zeigen. Ich werde das so ein bisschen kommentieren. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass es tatsächlich im Großteil andere Kandidaten und Kandidatinnen sein werden als im letzten Video. Und ja, das haben sich ja viele von euch gewünscht. Und was alles so ausgeplaudert wurde, das erfahrt ihr in diesem Video. Welcome back. Ich freue mich darauf, dass ihr hier alle am Start seid. Ich freue mich darauf, dass ihr kommentiert, diskutiert, dass ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und ich freue mich ganz besonders darüber, dass diese Idee, die ich letztens hatte, tatsächlich ganz gut angekommen ist. Das ist natürlich immer so, dass ich ja diese ganzen Instagram-Thematiken auch nur zusammenfassen kann, wenn irgendwas Interessantes erzählt wird. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass so viel erzählt wurde, dass ich ja schon ein eigenes Video gemacht habe, also einmal zum Thema Marcia. Und hier sind aber noch ein paar andere Sachen zusammengekommen. Ich würde sagen, wir gucken das jetzt mal gemeinsam durch, sprechen über die einzelnen Punkte. Es sind auch teilweise, ehrlich gesagt, so ein paar Fragen dabei, wo ich mir dann manchmal so denke, okay, also ja, vielleicht erwarte ich oft zu viel, wie sagt man, zu viel Hintergrundwissen. Also manche Fragen sind für mich so, wo ich denke, die machen jetzt gar keinen Sinn. Aber es ist nicht so schlimm, ja. Mir ist immer lieber, wenn Leute fragen, also in dem Fall ja nicht mich, sondern die Kandidaten oder besser gesagt die Models. Und was alles so gefragt wurde und was gesagt wurde, das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Die sind einfach freiwillig gegangen. Also für manche hat es dann halt doch nicht gepasst oder die haben sich vielleicht doch anders entschieden, aber das ist ja auch irgendwie normal. Wir sind ja immer noch bei der TV schon und vielleicht waren manche dann so, ja, doch nicht, oder keine Ahnung, was dazwischen gekommen. Ich weiß, es sieht dann safe weird im Fernsehen aus, aber manchmal steigt man halt freiwillig aus. Was ich bei dieser Frage nicht verstanden habe, ist, warum da steht, warum sind so viele gegangen? Also das ist generell so eine Thematik, wo ich jetzt mal was zu sagen möchte. Also liebe Leute, also erstmal sind zwei Leute gegangen, das wissen wir, ja. Das ist einmal die Vivian. Die soll wohl angeblich aus persönlichen Gründen gegangen sein. Und dann gab es die Pizzi-Thematik, die in der Sendung nicht thematisiert wurde, aber er ist wohl auch gegangen worden, sozusagen, weil es da wohl einen Vorfall gab. Was ich immer nicht verstehe, das ist nicht böse gemeint, Leute. Wir leben in einer Zeit, wo jeder von uns ein Smartphone hat, jeder hat Internetzugang und jeder weiß, wie man eine Suchmaschine bedient. Ich frage mich dann manchmal, wie das sein kann, dass ich in Folge 5 immer noch Fragen bekomme. Was ist mit Pizzi? Warum ist er nicht mehr da? Wo ist er? Wo ich mir dann so denke, wenn es euch wirklich interessiert hätte, also jetzt nicht ihr, aber ihr als Community habt, aber manchmal kommt es so vor, ne? Leute, die nicht in der Community sind, die stellen dann diese Fragen nicht mehr so, wenn es euch doch interessiert hätte oder euch wirklich interessiert, dann hättet ihr doch mal bei Google gucken können, was es da für Artikel zu gibt. Ja, da gibt es nämlich mehrere Artikel mit Vermutungen, mit Spekulationen, mit Gerüchten. ProSieben hat sich auch mal so ein bisschen dazu geäußert. Ja, nicht so konkret, aber auch ein bisschen was, wo man sich einige Sachen ableiten kann. Das ist wirklich mal ein Punkt, den ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann. Das erlebe ich ganz oft auch bei Instagram, dass ich immer so ein paar Sachen droppe. Ich poste was in die Story, so ein Foto, als Beispiel, ich nehme jetzt mal Temptation Island und dann kriege ich eine Nachricht, du, wann startet ein Temptation Island? Wo ich mir denke, klick doch einfach, also ich serviere es euch auf dem Tablett, ja. Klick es doch bitte einfach an. Das sind wirklich so Sachen, wo ich mir dann manchmal denke, Leute, 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 Leute. Aber gut, ist jetzt in dem Fall nicht so schlimm. Jetzt haben wir das, glaube ich, nochmal geklärt. Ich hoffe, dass diese Frage jetzt nicht nochmal irgendwie aufploppt. Wenn doch, dann ist es so, wie es ist. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was Jermaine noch so für Fragen gestellt bekommen hat. Ja, why not, ne? Also ich hatte einfach Bock. Was heißt, ich hatte? Ich hab Bock. Ich habe die ganze Zeit schon Bock gehabt zu modeln. Ich wollte unbedingt modeln. Checkt ihr? Und ich habe mit Social Media angefangen, weil ich eigentlich, mein Plan war es damals, das als Sprungschanze zu nutzen und quasi durch Social Media mit dem Model anzufangen. Bin da ein bisschen abgedriftet, ne, weil da meine lustige Personality durchkam und dann, ja, keine Ahnung, ne, war ich irgendwie so funny und habe einfach so mein Leben geteilt und bin halt da so reingerutscht, wofür ich auch mega dankbar bin, was ich auch geil finde. Aber dann dachte ich mir irgendwie letztes Jahr, als ich dann auch dieses Bewerbungsvideo gesehen habe, dass jetzt Männer mitmachen können, dachte ich mir so, ey, Jermaine, da kannst du wirklich so dein Traum leben, da kannst du wirklich mit dem Modeln anfangen. Und dann weißt du, ey, bewirb dich. Und deswegen fand ich es auch so toll, dass ich einfach als Jermaine gesehen wurde und nicht als, oh, wir haben jetzt einen Content Creator dabei, sondern einfach als, ja, du bist Jermaine, wir sehen dich raw und wir wollen dich bewerten, weil du Model werden willst und nicht, weil du schon irgendjemand auf Social Media bist.
Ich finde, er hat es sehr gut begründet, weil das, was ich auch mal sage, ist, dass ja die Gründe, da teilzunehmen, total individuell sind. Man kann jetzt natürlich auch sagen, ja, und das ist auch ein total legitimer Punkt, dass wenn du modeln möchtest, dann bewirb dich doch bei einer Modelagentur und geh nicht übers Fernsehen. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, wenn du mehr Bekanntheitsgrad möchtest, weil ein Bekanntheitsgrad, wenn du ihn gut nutzt, öffnet dir nun einfach mal Türen, ja, dann ist so eine Modelshow natürlich nicht unbedingt schlecht. Es kommt immer darauf an, wie du dich bewirbst, ja. Dann wirst du wahrscheinlich auch viele Influencer-Jobs bekommen und ich glaube, das ist ja letztendlich das, worauf man irgendwie auch so ein bisschen hinaus will. Ne? Also das Ding ist, klar, die wenigsten Leute auf der Welt haben die Chance, Topmodel zu werden. Also jetzt nicht Topmodel bezogen auf die Sendung, sondern generell bezogen auf Topmodel überhaupt. Aber es gibt ja auch wirklich unzählige, die einfach mit ihrer Reichweite, weil sie sich da irgendwie etabliert haben, sehr gutes Geld verdienen. Und insofern kann ich das bei Jermaine in jedem Fall nachvollziehen, dass er da irgendwie gesagt hat, so hey, ich probiere das da, um irgendwie nochmal meinen Bekanntheitsgrad ein bisschen zu erweitern, um irgendwie auch so ein bisschen mehr in diese Thematik reinzukommen. Finde ich, hat er sehr gut und sehr ausführlich erklärt. Hi, zum Glück nicht. Ich habe das wundervolle Glück gehabt, dass mein Meister es ihm von meiner Bewerbung erzählt habe, mich nicht verurteilt hat und mir zur Seite stand, dass wir das irgendwie geregelt bekommen und er seinen Azubi behält und ich beide Welten vereinen kann und mich nicht entscheiden muss. Genau, deswegen bin ich aktuell in meiner Ausbildung weiterhin parallel. Ja, das ist auch nochmal ein schönes Beispiel, dass sie das so ein bisschen erklärt hat, weil ich habe ja letztens schon im Video gesagt bei Marcia, dass es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen gibt und es kommt immer darauf an, in welcher Lebenssituation man ist und natürlich auch, was der Arbeitgeber letztendlich sagt. Ne? Weil bei Marcia war das ja so, dass sie gesagt hat, sie hat gekündigt für GNTM. Das war ja dann auch so ein bisschen das große Thema, aber dann gibt es Leute, die einfach Urlaub nehmen. Es gibt Leute, die, wie sagt man, unbezahlten Urlaub nehmen oder die einfach, weiß ich nicht, pausieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es aber auch keinen ultimativen Ratschlag. Das muss man für sich natürlich immer selber individuell abgrenzen, wie wichtig das für einen ist und was der Preis ist, den man bezahlen muss dafür. Also der erste Schritt wäre natürlich, sich eine Agentur suchen, am besten vor Ort vielleicht, eine kleine regionale. Ich meine, du kannst natürlich auch gerne online mal bei den großen Agenturen probieren. Wenn das funktioniert, ist natürlich auch cool. Und genau, da muss man halt dann immer damit rechnen, dass halt mehr reisen muss. Also bei mir war richtig cool neben dem Abi halt so regionale Sachen mit einer kleineren Agentur, weil das lässt sich dann von den Fahrtstrecken her vereinbaren und man hat ein bisschen Geld und kann ein bisschen Erfahrung sammeln. Und ansonsten, ja, genau, also am besten halt eine Agentur suchen, gell? Oder eben ganz viel geht über Kontakte, also wenn du irgendwie einen Fotografen oder so kennenlernst und dann irgendwie da in Kontakt bleiben und vielleicht kennt ja jemanden, der jemanden kennt und so weiter. Ja, einfach umhören. Ich finde, sie hat es auch gut erklärt, aber da habe ich bei der Fragestellung schon so ein bisschen ein Problem. Das hat ehrlich gesagt jetzt gar nichts mit ihr zu tun. Ich finde, sie hat es super erklärt, diese Frage, wie kann ich neben dem Studium modeln? Also wenn diese Frage von jemandem kommt, der wirklich intensiv das Bedürfnis hat, diesen Beruf auszuüben, dann stelle ich mir immer die Frage, ob sich diese Leute nicht informiert haben. Weil natürlich musst du in der Regel diesen Weg über eine Modelagentur gehen oder du hast so viele, weiß ich nicht, so viele Kontakte, dass dich jemand für einen Online-Katalog oder was auch immer bucht, ne? Und dann brauchst du keine Agentur. Ich würde aber sagen, das ist irgendwie eher die Seltenheit. Ich glaube, das ist da aber auch so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, so ein Irrglaube ist so nach dem Motto, ach, ich bewerbe mich jetzt mal so ein bisschen irgendwo als Model und dann verdiene ich neben dem Studium so ein bisschen Geld. Ne? Also ich glaube, das ist auch eher so ein bisschen so ein Traum. Es gibt natürlich schon Models, die regelmäßig Modeljobs machen und die noch irgendwie einen anderen Job haben, weil es vielleicht mit dem Modeln einfach nicht so reicht und sie nicht genug verdienen würden, um davon leben zu können. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Teil der Realität. Aber ich glaube, dass Leute oft so eine falsche Illusion haben, so nach dem Motto, ah, ich will mal ein bisschen Geld verdienen, ich model mal so ein bisschen nebenbei. Ne? Also da musst du schon sehr Glück haben, wenn du regional mal irgendwie was machst, aber die Frage ist halt dann auch, wenn du zum Beispiel so wie Alexandra das gerade geschildert hat, du regionale Kontakte hast und da regional was machen kannst, also ist auch die Frage, wie oft ist das denn, dass sich das lohnt, weil ich kann euch sagen, so doll ist es dann jetzt auch nicht, dass man wirklich sagen kann, okay, ich verdiene mir nebenbei was mit dem Modeln insofern, dass es irgendwie reicht, das ist ja das, was die Fragestellung und auch diese Tatsache dann so ein bisschen suggerieren soll, ne? Die Frage mit den Handys, ich glaube, diese Frage wurde mir so oft gestellt und das Ding ist, ab dem Moment, wo wir angekommen sind, haben wir die Handys abgegeben. Die wurden dann versperrt sozusagen, damit sie eh nicht irgendwie verloren gegangen sind oder so, whatever.
Und da hatten wir in der ganzen Drehzeit gar kein Handy. Was für uns auch irgendwie gut war, weil wir nicht abgelenkt waren. Wir hatten auch die Möglichkeit, Analogkameras mitzunehmen oder Polaroid-Kameras. Also wenn wir irgendeinen Moment hatten, den wir wirklich für ein Foto haben wollten, hatten wir immer die Möglichkeit, ein Foto zu machen. Also das sind die jetzt nicht so streng, die Produktion. Also die haben immer geschaut, dass wir sozusagen die Möglichkeit hatten, okay, wenn ihr wirklich ein Foto haben wollt, dann nehmt euch davor eine Polaroid-Kamera mit oder eine Analogkamera. Und ja, ich konnte sehr viele Bilder auch machen in der Zeit, wo ich in Teneriffa war. Deswegen, die Bilder kommen noch auf Instagram. Stay tuned, aber ja. So eine ähnliche Frage hat mir tatsächlich letztens auch jemand gestellt. Also natürlich kannst du eine Digitalkamera oder whatever, da kannst du natürlich schon mitnehmen. Das war aber tatsächlich immer so, damit ihr euch richtig daran erinnert, gab es ja oft irgendwelche Situationen, wo die Models Fotos gemacht haben und die dann veröffentlicht wurden. Es ist natürlich auch so, dass man immer einen Z-Fotografen dabei hat. Es ist eh so, dass dort auch viele Leute, also Mitarbeiter sind, die sicherlich auch mal ein Foto machen können. Ne? Also Telefon kannst du natürlich im Flieger klar behalten und vielleicht auch noch, naja, wobei bei der Landung schon eher nicht mehr. Aber genau, also Telefone nicht, weil man natürlich auch nicht will, dass die Leute abgelenkt sind, dass Spoiler rausgehen etc. Polaroid-Kamera ja oder halt Mitarbeiter macht ein Foto. Ich meine, diese ganzen Fotos, die die Kandidaten auf diesen Social-Media-Kanälen veröffentlichen, werden ja sowieso rausgegeben vom Team. Ne? So, auch da besteht ja trotzdem eine Spoiler-Gefahr, ne? Weil wenn du jetzt die Fotos dann da, keine Ahnung, im November machst und aber schon im Dezember postest, weil du da raus bist, das ist natürlich auch nicht so gern gesehen. Aber schön, dass wir nochmal darüber gesprochen haben. Es war so eine Ehre. Leute, ihr glaubt wirklich nicht, wie krass es war. Einfach, weil ich habe wirklich diese Energie gespürt, als er sich neben mich hingestellt hat und so. Und an dem Tag von der Fashion Show kam er noch einmal zu mir backstage und da waren keine Kameras oder irgendwie. Und er ist an mir vorbeigegangen und dann kam er wieder zurück und hat so gesagt: So, ja, yeah, I really liked your walk yesterday and I'm so excited for the show today. Und ich war so: Thank you so much. So manche Celebrities oder sowas würden sich gar nicht sozusagen die Mühe geben, mit diesen anderen Models zu reden, aber er hat sich extra noch die Zeit genommen und hat dann noch mit ein paar Leuten geredet, was so cool war. Deswegen, ja, shout out to John. Das hat man bei Max auch auf jeden Fall gemerkt, dass er sofort eine ganz andere Attitude hat, einen ganz anderen Walk, dass er wirklich Bock hatte, das zu lernen, dass er das irgendwie total aufgesaugt hat. Und wisst ihr, was total krass ist? Ich folge dem ja, ich gucke mir jede Story von ihm an und ich nehme ihn jetzt schon ganz anders wahr. Er hat für mich jetzt März 2024 eine komplett andere Attitude als in der Sendung. Ja? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woran das liegt. Ich finde, er hat sich total verändert. Jetzt für mich jetzt nicht zum Negativen, sondern zum Positiven. Dass ich sehr gespannt bin, diese Reise von ihm noch so zu verfolgen, um dann einfach zu sehen, ah, okay, was hat denn dafür gesorgt, dass es quasi dazu gekommen ist. Ich habe sehr viele Fragen bekommen, ob ich Single bin oder nicht, which I don't understand, weil eigentlich ist es eh egal im Endeffekt, ob ich in einer Beziehung bin oder nicht. Aber ich bin nicht in einer Beziehung, ich bin Single, like a Pringle, and I'm ready to mingle. Am I ready to mingle? I don't know. It's healing time. Ariana Grande just announced her new album und hat es gedroppt, deswegen ich glaube nicht, dass ich in meiner Mingle-Era bin, aber wer weiß, was passiert. He is single like a Pringle und private Fragen sind einfach die interessantesten Fragen. Ja? Also ich kriege auch 10.000 Mal die Frage gestellt, so willst du Kinder haben, hast du Kontakt mit deinen Eltern, whatever. Ich glaube, das ist einfach normal, dass sich die Leute so für so private Sachen am Ende des Tages natürlich viel mehr interessieren. Und insofern finde ich es auch gut, dass er darüber spricht, weil ja, du ja auch über eine Zeit nachdenken musst nach GNTM. Ne? Denn wenn die Sendung vorbei ist, dann verschwinden auch wieder ganz viele Follower, weil die dann sagen, naja, der Content ist mir zu langweilig geworden, das ist jetzt nicht mehr in dem Format. Also musst du auch so ein bisschen mit deiner persönlichen Sache arbeiten. Aber ich finde, das macht du bisher ganz gut. Ja, es war auf jeden Fall ein kleiner Schock. Aber für mich persönlich war es auch ein schöner Moment, weil es musste uns bereits drei Menschen verlassen und dass du dann halt keiner mehr gehen musste. Hat mich sehr gefreut, weil es bereits diese drei Menschen zu verabschieden war, hat ordentlich gesessen. Ja, und dadurch macht das Ganze spannend, was auf uns zukommen wird, weil jetzt gibt es mehr Jungs, wird das dadurch halt härter für sie als für uns, müssen die sich mehr anstrengen. Mal schauen. Das ist auch echt ein Thema, ne? Das habe ich auch im letzten Video gemerkt, dass es das ganz oft kommentiert wurde, so nach dem Motto, oh, die Jungs, die sind alle weiter und die Frauen nicht. Und die Frauen haben aber viel höhere Schuhe und die Männer haben flache Schuhe und die haben es ja irgendwie viel leichter. Aber ich so denke, Leute, ja, das, also ja, ich würde jetzt auch sagen, dass wenn man in flachen Schuhen läuft, dass es vielleicht tendenziell einfacher ist als in hohen Schuhen, aber auch einfach, weil ich jetzt natürlich nicht auf hohen Schuhen laufe. Aber das ist ja der Modeljob, ne? Also ich meine, das ist halt so, dass die Anforderungen bei Frauen und bei Männern halt unterschiedlich sind. Und ich glaube aber, dass sie da wirklich tatsächlich auch alle relativ gut insofern damit umgehen, dass nicht dieser Konkurrenzkampf entsteht, weil es keinen Konkurrenzkampf gibt.
Die Männer werden separat von den Frauen bewertet, deswegen gibt es auch zwei Gewinner. Und dass es dann natürlich schlimm ist, wenn jemand gehen muss und man sagt, okay, ich vermisse jetzt die Person und jetzt unsere Gruppe wird immer kleiner und die von den Jungs nicht, das kann ich natürlich nachvollziehen. Aber am Ende denke ich mir so, es ist ja eh so, dass irgendwann, wenn wir kurz vor dem Finale sind, die Gruppen wahrscheinlich eh gleich aufgeteilt sind, dass man sagt, okay, da sind jetzt noch so viele da, da sind noch so viele, ne? Dass das jetzt unterschiedlich ist, ist halt so, aber am Ende muss es ja eine ungefähr gleiche Anzahl von beiden Gruppen sein. Ja, also ich fand den schon sehr cool, vor allem wie er die Jungs geteacht hat, weil jedes Mal, wenn er irgendwie jemand eine Kritik gegeben hat, hat er davor die Person aufgebaut und man konnte ja sehen, was für eine gute Arbeit er bei den Jungs geleistet hat und auch seine Ausstrahlung und alles, richtig positiver, cooler, bodenständiger Mensch. Und wir alle haben auch gesehen, dass der John ja eigentlich so ihre große Liebe war, übertrieben gesagt. Ne? Die fand ihn ja sehr toll, die Sarah. Und das fand ich ganz gut zu sehen. Sarah ist für mich aber eh eine gute Läuferin. Ne? Also es gibt schon, muss ich wirklich sagen, es gibt schon die ein oder anderen Kandidaten und Kandidatinnen, wo man sagen muss, die brauchen gar nicht so viel Coaching. Aber nichtsdestotrotz finde ich es immer schön, wenn Gäste hier dabei sind. Vor allem, wenn welche am Start sind, die wir noch nicht gesehen haben, so wie den John. Da muss ich wirklich sagen, den fand ich echt gut, den fand ich konstruktiv. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, das bringt irgendwie auch was, dass der da ist. Also das hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Boah, wäre ich Heidi, ich hätte seit Folge 1 meine Favoriten. Und ich bin bis zum Ende dabei geblieben. Und zwar Khadija und Aldin. Ich weiß nicht, aber ich war schockverliebt in alle beide, wirklich. Hier würde mich natürlich interessieren, das könnt ihr auch gerne mal alle in die Kommentare schreiben, wer so eure Favoriten und Favoritinnen sind. Ich finde diese Frage auch immer sehr spannend, deswegen versuche ich natürlich auch immer dran zu denken, damit es keinen Ärger von euch gibt, dass ich wirklich immer die Frage stelle, wer ist dir ins Auge gestochen am allerersten Drehtag, ja? Und Aldin ist tatsächlich jemand, den ich schon, wenn ihr meine Interviews bis jetzt verfolgt habt, ich meine, so viele waren es noch nicht, aber wenn ihr die gesehen habt, ist das ja auf jeden Fall ein Name, der sehr, sehr, sehr oft aufgeploppt ist, ne? Das wird schon so seinen Grund haben. Ich glaube, Nuri meinte in ihrer Story, dass es am Strand hätte stattfinden sollen. Aber ich selber habe nichts mitbekommen, ich habe keine Ahnung. Nee, alle sind wieder daheim. Alles ist abgedreht, bis auf das Finale. Finale ist live, alles andere ist schon längst fertig. Diese Strandthematik hat mich auch interessiert, weil, oder nicht Strand, sondern eher diese Walk-Thematik, weil ich habe mir dann die Frage gestellt bei dem Wetter, ob die quasi diese Fashion-Show oben machen wollten, da wo schon dieser Laufsteg war. Da dachte ich mir so, nee, hätten die jetzt bestimmt nicht gemacht, das wäre irgendwie dieselbe Kulisse. Okay, Strand ist jetzt natürlich, also im Sand hätten sie es nicht machen können, da kann sie gar nicht laufen. Hätten sie wahrscheinlich mal einen Laufsteg hinbauen müssen. Ich fand es in der Halle ehrlich gesagt okay, ich fand das gar nicht so schlecht. Also ja, bringt natürlich nichts, wenn du ins Ausland fliegst, um dann am Ende alles drin machen zu müssen. Aber das ist natürlich manchmal so. Und mit dieser Frage, mit dem Zuhause, das sind auch immer so Fragen, wo ich mir denke, Leute, seit 18 Jahren ist das. Das wurde doch jetzt schon so oft irgendwie auch kommuniziert, dass die alle zu Hause sind. Ne? Ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Leute denken, das wird von Woche zu Woche gedreht. Was ja gar nicht geht. Also so schnell könntest du ja gar nicht schneiden und alles produzieren. Und Heidi müsste Interviews geben und Heidi müsste Sachen einsprechen. Und also ich glaube, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lang der Schnitt einer solchen Folge dauert. Also kann ich jetzt schon sagen, das ist ordentlich. Boah, immer sehr unterschiedlich. Ich glaube meistens, boah, wann haben wir angefangen? 9, 10, ich weiß nicht, 8, immer unterschiedlich. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall früh haben wir immer angefangen. Und ja, Drehschluss meistens schon eher spät. Ich würde sagen so 9, 10 Uhr. Manchmal ging es aber auch bis in die Nacht rein, wenn es irgendwelche Komplikationen gab. Teilweise, ich glaube, das längste, wo wir jemals da waren am Set, war 2 Uhr nachts. Ich würde schon sagen, aber dass wir trotzdem genug Zeit für uns selbst hatten. Weil wir hatten auch teilweise Off-Days. Und ich muss ehrlich sagen, wenn du kein Handy hast und die ganze Zeit an einem Gelände bist, du hast nicht so viel zu tun. Und dann zieht sich Freizeit verdammt in die Länge. Und nach so einem Off-Day war man wirklich froh, dass es endlich wieder weiterging. Also ich würde schon sagen, dass wir auf jeden Fall deshalb genug Me-Time hatten, Us-Time. Hier habe ich jetzt gar nicht so viel hinzuzufügen, außer dass ich das nochmal für euch interessant fand, dass man das nochmal aus der Kandidatinnenperspektive sieht, was da so, oder besser gesagt hört, was da so gedreht wird, wie gedreht wird. Ich habe euch ja schon gesagt, und das habt ihr ja auch wahrscheinlich in meinen Interviews mal mitbekommen, dass die größte Zeit ist immer die Wartezeit, bis man dran ist. Ne? Und das ist natürlich, je größer die Gruppe ist, desto länger dauert das Ganze natürlich. Boah, ich finde, es ist eher so wie so ein Realisationsmoment, weil für uns alle war es wie so eine Klassenfahrt. Wir haben immer so
einfach gelebt vor Ort, weißt du? Und sich selber im Fernsehen zu sehen, ist dann einfach so, hey, wir sind einfach der GNTM-Cast. Es wird einfach die ganze Zeit gedreht und andere Leute schauen uns beim Leben zu. Es ist so komisch, aber irgendwie voll geil. Also ich find's so cool einfach. Ich finde, das ist wie so ein Familienalbum, so wenn man Vergangenheit anschaut. So, wenn ich alte Fotos anschaue, ich weiß auch jetzt, was alles in meinem Leben noch passieren wird und zu welchem Standpunkt ich damals noch unwissend war. Und so ist es auch bei GNTM. Ich schaue es an und es ist einfach so süß, nochmal alles zu sehen und wie unwissend man da noch war. Also, ich fieber nochmal mit und weiß genau, wie ich mich in welchem Moment gefühlt habe. Ich finde es schön, einfach so ein Erinnerungsbuch, unabhängig davon, wer jetzt ins Finale kommt. Also ich glaube nicht, dass das komisch ist, deswegen wundert es mich auch nicht. Also ich meine, warum sollte das komisch sein, dass man quasi, dass die Folgen anguckt und schon weiß, wer im Finale ist? Die Kandidaten und Kandidatinnen gucken das ja nicht an wie der normale Zuschauer, um zu sagen, oh, mal gucken, was heute passiert, wer rausfliegt, Spannung. Nein, die gucken das ja an, um ihre Reise zu erleben. Ja, also für die ist das ja, wie sie es auch gesagt hat, eine Art Reisetagebuch, dass man nochmal sieht, ah, okay, krass, das habe ich erlebt, so sieht das aus. Und ich glaube, dass wenn man bei etwas dabei war, das ist noch viel aufregender, so, oh, wie sieht denn das aus und oh, da werde ich gezeigt oder, na leider, da werde ich auch manchmal nicht gezeigt, ne? Es gibt ja auch viele Kandidaten und Kandidatinnen, die gar nicht gezeigt werden, für die ist es dann natürlich blöd, weil die haben natürlich nur das Erlebte in Erinnerung und sehen natürlich dann Bilder, wo sie irgendwie nicht groß involviert sind, weil sie nie gezeigt werden, gut, aber das ist auch part of the deal, aber generell glaube ich, dass das natürlich super spannend ist, das irgendwie zu verfolgen und das sind ja auch Sachen, die du dir, vorausgesetzt, du wirst gezeigt, natürlich auch immer wieder angucken kannst und dann sagst, guck mal, so geil war das damals. Das glaube ich, stelle ich mir spannend vor. Da ist man bestimmt auch super aufgeregt, man zittert immer, man kreischt, wenn man sich sieht, man weint vielleicht auch, wenn man sich nicht sieht. Also ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Natürlich wurde nicht nur donnerstags gedreht. Es wird donnerstags ausgestrahlt, aber wir haben natürlich deutlich mehr Tage gedreht, als das, was ihr seht. Ja, also dass diese Frage natürlich wird nicht nur einmal gedreht. Ich meine, das kostet ja alles Geld. Ihr müsst euch ja vorstellen, wenn man jetzt 2-3 Tage drehen würde und dann halt nicht. Also jeder Kameramensch, alle Menschen, die da sind, jede Location, die du gemietet hast etc., die kostet ja Geld, auch an Tagen, an denen du nicht drehst. Deswegen versucht man natürlich immer bei jeder Produktion diesen Drehzeitraum so gut es geht zusammenzuraffen, dass kein Leerlauf drin entsteht, weil jeder Tag, wo jemand vor Ort ist, wo eine Miete bezahlt werden muss, wo ein Mitarbeiter bezahlt werden muss, Geld kostet. Und wenn ein Mitarbeiter als Beispiel nach Teneriffa fliegt, ja, und dann dort 2 Tage frei sind, dann wird er ja an diesen 2 Tagen trotzdem in irgendeiner Form bezahlt, weil er ja eben nicht zu Hause ist, ja. Und wie gesagt, weil es auch alles Geld kostet. Inzwischen, ich finde, man sieht auch immer ungefähr, wie oft da die, also wie viele Drehtage das sind zum Beispiel, ne? Also das ist auch so ein Thema, das man ja gesehen hat zum Beispiel, ich würde sagen, in der letzten Folge, Folge 5, waren es 2 Drehtage. Es war einmal der Tag mit Laufstegtraining und dann war es ein Tag Walk-Entscheidung. Und bei Folge 1, 2 und 3 war es ja jeder Tag, also jede Folge war ein Tag. Ein Tag offenes Casting, 2. Tag offenes Casting, 3. Tag offen, also nicht offenes Casting, sondern 3. Tag Fashion Show. Da war ich ja auch da, deswegen kann ich euch das sagen, dass ein Tag eine Folge war. Du glaubst mir gar nicht, wie sehr ich mich freue. Ich liebe Perücken, aber ich mag es nur, sie zu tragen, wenn ich es fühle. Und jetzt, wo wir halt Haare verstecken müssen, muss ich sie tragen. Ich habe halt nicht jeden Tag Lust drauf. Deshalb mittlerweile habe ich so die Nase voll. Also ich freue mich unglaublich, unglaublich, unglaublich. Und vor allem, ich bin auch unglaublich eklig. Weil ich sehe es nicht ein, meine Haare zu waschen, wenn sie eh keiner sehen kann. Ihr wisst nicht, wie fettig die unter dieser Wig sind. Also ich wasche es schon, aber Entschuldigung. Ich wasche sie schon, aber halt alle 2 Wochen. Ich bin so eklig. Aber wenn sie eh keiner sieht, what should I do? Wisst ihr, bei wem ich es immer krass finde? Also dieses Haare verstecken ist natürlich irgendwie auch so, ja, das ist halt so, das muss man machen. Ich glaube, ehrlich gesagt, und ich habe ja schon mal ein Spoiler-Video dazu gemacht, da sind da so ein paar Looks drin, dass es ehrlich gesagt für die Leute am nervigsten ist, die gar nichts gemacht bekommen haben, weil ja quasi fast alle diese Mützen tragen oder Perücken oder was auch immer. Und das ist natürlich dann so nervig, wenn du dir so denkst, so Alter, ich muss die ganze Zeit meine Haare verstecken, obwohl ich gar nichts gemacht bekommen habe, nur um nicht dadurch zu verraten, dass ich nichts gemacht bekommen habe. Wisst ihr, was ich meine? Aber gut, so ist es, ne? So ist es. Das Leben ist kein Wunschkonzert manchmal. Wir haben ein Briefing bekommen, was wir nicht machen dürfen, wie wir uns verhalten haben und so. Ja.
Aber ob sie da so stark durchzieht, ist eine andere Sache. Ab und zu wird uns geschrieben so, ey, kannst du bitte das löschen, kannst du das und das? Jo. Weil eigentlich haben wir Briefing bekommen, aber wir sind dieses Jahr alle sehr eigenwillig. Nein. Also wenn, ich habe auch schon verkackt. Und dann haben sie mir halt einfach geschrieben so, hey, kannst du es bitte runternehmen? Und ich habe sofort gelöscht, weil ich legit nicht wusste, dass ich nicht posten darf. Jo. Die haben Noten nicht gefragt halt. Ja, das ist auch mal so eine Frage, die ich auch mal ganz wichtig finde, dass Mare das erklärt hat. Also ja, die kriegen immer ein Social-Media-Coaching. Manchmal posten die natürlich trotzdem Sachen, wo man sich dann im Nachhinein denkt oder beefen sich an, wo dann die Leute natürlich sagen so, hey, finde ich jetzt nicht so cool, dass ihr euch da gegenseitig angiftet oder es wurde vielleicht irgendwie etwas gepostet, was gar nicht an die Öffentlichkeit kommen sollte. Und nein, dann ist es nicht so, dass sofort jemand verklagt wird und sagt, du hast jetzt gegen den Vertrag verstoßen. Das ist ja immer so ein Irrglaube, ne? Die Leute denken ja immer sofort, dann kommt ein Anwaltsschreiben. Nein, da wird halt angerufen, kannst du das bitte löschen? Dann wird es gelöscht und dann ist auch Schicht im Schacht. Ne? Ist alles nicht so dramatisch, wie das oft klingt. Das war jetzt aber erstmal mein kleines, aber feines Update zu dieser ganzen Thematik, die wir hier hatten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dran. Ich hoffe, dass ich ein paar Sachen rausgesucht habe, wo ihr sagt, Mensch, Ramon, das war mir nicht so klar oder das wusste ich noch nicht. Und dann freue ich mich auf euer Feedback. Ich verabschiede mich erstmal an dieser Stelle. Sag bis zum nächsten Mal und dann in diesem Sinne auf Wiedersehen.